Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie Mord im Orient Express. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen abgemüht mit dem Mord hier von dem Herrn hinter mir. Der Mord an sich war jetzt nicht so schwer, aber dieses Rätsel zu knacken hat ein bisschen länger gedauert. Und jetzt müssen wir erstmal die anderen Leute befragen. Also, Poirot. Haben Sie etwas herausgefunden? Es ist ein bisschen früh für Anschellen, mon ami. Selbst für einen Hercule Poirot. Machen Sie sich keine Sorgen, mon ami. Ich glaube, unser Täter hat nicht vor, noch einmal zuzuschlagen. Monsieur Ratchet war das Ziel. Davon bin ich überzeugt. Sagen Sie mir, Bug, wie haben Sie die letzte Nacht verbracht? Boublaquet, trauen Sie Ihrem alten Freund nicht? Mon ami, beruhigen Sie sich. Ich benötige Ihre Aussage, um andere zu überprüfen. Natürlich. Mal sehen. Ich bin nach dem Abendessen in mein Abteil gegangen. Dr. Konstantin war bereits da. Wir sprachen über seine Karriere. Er hat einen Abschluss der Universität Cambridge, wissen Sie? Nach dem Studium kehrte er in sein Land zurück und hat dort viel Gutes getan. Er konnte nicht genug über den Orient Express hören. Ich habe ihm all die Anekdoten erzählt, die ich kenne. Ich bin mir nicht sicher, wann wir eingeschlafen sind, aber es war sehr spät. War ja klar. Wenn man denkt, die Leute reden etwas länger und man einmal am Kaffee nippt, dann hören die auf zu reden. Ich habe Folgendes herausgefunden. Auf Monsieur Ratchet wurde wiederholt eingestochen. Außerdem fand ich Drohbriefe in seinem Safe. Unter seinem Kopfkissen hatte er eine geladene Waffe. Er war also auf der Hut und bereit, sich zu verteidigen. Ja. Da war jedoch auch ein leeres Glas mit weißen Rückständen am Boden. Ein Barbiturat, wie ich vermute. Vielleicht wurde er gezwungen, es zu nehmen. In jedem Fall bin ich sicher, dass er bewusstlos war und sich nicht wehren konnte. Ich habe am Tatort außerdem einige andere Gegenstände gefunden, die möglicherweise mit dem Mord in Verbindung stehen. Sie müssen untersucht werden. Nur zu, Poirot. So schnell Sie können. Ich habe ein Liquid für elektronische Zigaretten gefunden, aber die eigentliche E-Zigarette konnte ich nicht finden. Sie könnte dem Mörder gehören. Dieser Verbrecher ist ein Amateur. Ich brauche eine Liste der Passagiere, einschließlich ihrer Abteilnummern. Pierre Michel wird sie haben. Ich muss die übrigen Passagiere und das Personal befragen. Ich bin im Barwagen, falls Sie mich brauchen. Wir sind Stunden im Verzug. Ich hoffe, dass bald Hilfe eintreffen wird. Passagierliste. Okay, Moment, in welche Richtung stehe ich denn jetzt gerade? Achso, da ist er. Übrigens, eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ach stimmt, wir müssen uns ja noch in dem Zimmer umsehen. Was mich daran erinnert, wo ist denn der Zettel, wo ich mir das extra aufgeschrieben habe? Den habe ich hier. Wir müssen ja 4 Zimmer noch besuchen, weil wir da noch mit den Leuten reden wollten. Was ich allerdings noch kurz anmerken wollte, ich habe ja die Folge beim letzten Mal ein bisschen länger gemacht. Weil ich mir natürlich auf der einen Seite gedacht habe, dass wir das Ganze abschließen sollten mit den Untersuchungen. Und auf der anderen Seite habe ich die ganze Zeit gedacht, dass wir nicht speichern können. Aber für alle, die es selber spielen wollen, ihr könnt jederzeit speichern. Also einfach übers Menü rausgehen. Da seht ihr dann nochmal extra einen Punkt, dass ihr speichern könnt. So, 204, das war die Frau Ubert oder wie sie heißt. Bonjour, Madame. Ich bin Hercule Poirot. Caroline Hubbard. Was kann ich für Sie tun, Mr. Poirot? Ich bin der Überbringer einer unglücklichen Nachricht. Ach, bei all der Aufregung ist es offensichtlich, dass etwas passiert ist. Madame Hubbard, ich fürchte, Ihr Nachbar, Monsieur Ratchet, wurde letzte Nacht ermordet. Oh mein Gott! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich würde Ihnen gerne einige Fragen stellen, aber dürfte ich zuerst Ihr Zimmer inspizieren? Ja, natürlich. Nur zu. Okay, oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, die war Amerikanerin, oder? Da bin ich mir jetzt so gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Sie ist
kein Dienstmädchen. Sie sieht aus wie eine Kontrolleurin. War das die? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Also das Problem ist, ich habe jetzt mittlerweile schon ausgeschaltet und eine Nacht drüber geschlafen und habe wieder alles vergessen, was gestern gesagt wurde. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war die Mutter. Also Hausfrau könnte vielleicht sein, obwohl sie eher so aussieht, als ob sie eine Kontrolleurin ist. Ich lasse es erstmal so. Ich habe absolut keine Ahnung mehr. 37. Ist schwer zu sagen, ne? Dadurch, dass das nicht so detailliert ist, so vom Brustbereich her würde ich eher sagen 60, weil das sieht aus, als ob da unten mehr Falten sind. Vom Gesicht her könnte 60 auch hinkommen. Also wie 37 sieht sie gar nicht aus. Schwierig wird es natürlich jetzt beim Beruf. Ah, okay. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Okay. Dann ist gut. Gut, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Hier ist ein Jackenknopf. Ach so. Er trägt das Logo des Orient Express. Mhm. Das Orient Express. Könnte also der Typ sein, der draußen sitzt, ja? Eine Verbindungstür zum Abteil von Monsieur Ratchet. Sie war auf dieser Seite verriegelt. Eine Verbindungstür zu... Ja, sie war ja. Ich wollte die eigentlich wieder zumachen. Aber gut, das wird sie wahrscheinlich selber machen. Der Luxus des Orient Express ist in jedem Detail zu spüren. Mhm. Ja, ich kann es anschauen, aber ich kann dir nichts anklicken. Na gut. Dann haben wir ja sonst noch irgendwas. Das ist nur das Waschbecken da hinten. Ah, 3 von 40, sehr schön. Ich werde auf jeden Fall, bevor ich das Spiel... Ein goldener Schnurrbart. Bevor ich das Spiel ausmache, werde ich auf jeden Fall nochmal alle Kapitel durchgehen. Also natürlich offline, jetzt nicht mit euch zusammen. Und gucken, wo die Schnurrbärte sind. Schnurrbärte, ihr wisst, was ich meine. Weil ich die ehrlich gesagt gerne alle haben würde. Und ich habe herausgefunden, dass man die einzelnen Kapitel dann im Nachhinein, wenn man sie abgeschlossen hat, nochmal anwählen kann. Madame, bitte erzählen Sie mir von letzter Nacht. Der Mörder war genau hier in meinem Abteil. Ich wachte auf. Es war stockdunkel. Vor lauter Angst konnte ich nicht einmal schreien. Ich drückte die Ruftaste. Ich drückte und drückte. Ich hörte Schritte auf dem Korridor. Dann klopfte es an meine Tür. Herein, rief ich und schaltete gleichzeitig das Licht an. Und ob Sie es glauben oder nicht, es war keine Menschenseele da. Glauben Sie, er ist zurück in das andere Abteil gegangen? Woher soll ich wissen, wohin er gegangen ist? Ich hatte meine Augen fest geschlossen. Der Schaffner kam herein. Ich erzählte ihm, was passiert war. Doch er schien mir nicht zu glauben. Ich bat ihn, das Zimmer zu durchsuchen, aber er konnte nichts finden. Ich sagte dem Schaffner, er solle sich die Verbindungstür ansehen. Und tatsächlich, sie war nicht verriegelt. Tja, das habe ich sofort beheben lassen. Ich habe ihm gesagt, er solle sie auf der Stelle verriegeln. Sie war nicht verriegelt. Wie kommt es, dass Sie die Tür zwischen den beiden Abteilen nicht verriegelt hatten? Das hatte ich. Ich habe sogar diese schwedische Dame, Olsen, Greta, gefragt, ob sie verriegelt war und sie bestätigte dies. Wieso haben Sie das nicht selbst überprüft? Ich war bereits im Bett und mein Kulturbeutel hing am Türhaken. Ich konnte den Riegel von meiner Position aus nicht sehen. Um wie viel Uhr haben Sie darum gebeten? Oh, das muss so gegen 10:30 oder 10:45 gewesen sein. Sie kam vorbei, um zu sehen, ob ich eine Aspirin hätte. Aber anstatt meine Tür zu öffnen, öffnete sie versehentlich die Tür von Mr. Ratchet. Er sagte etwas ziemlich Unhöfliches wie, »Keine Chance, Lady, Sie sind zu alt.« Das hat sie schockiert.
Sie kam herein. Ich sagte ihr, wo sie die Tabletten finden konnte, und sie nahm sich eine aus meinem Kulturbeutel. Oh, das arme Mädchen. Hat keine gute Nacht gehabt. Dasselbe könnte man von Monsieur Ratchet sagen. Es scheint, dass Mademoiselle Olson die letzte Person ist, die Ratchet lebend gesehen hat. Spiele die Szene mit dem Kulturbeutel nach, okay. Ist das Ihr Taschentuch? Nein, keineswegs. Und doch ist es mit dem Buchstaben H bestickt. Wie Ihr Name? Das ist mir egal. Es ist nicht meins und ich würde sicher nie etwas so Unpraktisches wie dieses Rüschending kaufen. Rauchen Sie? Um Gottes Willen, nein. So eine üble Angewohnheit. Ich habe einen Jackenknopf auf Ihrem Tisch gefunden, der aussieht, als gehöre er. Ja, ein Zugmitarbeiter, ne? Weil das ist ja hier dieses Zeichen von dem Zug, hat er ja gesagt. Einem Bahnangestellten. Der Knopf trägt das Logo des Orient Express. Nun, natürlich. Der Schaffner war gestern Abend hier. Aber er befand sich nicht in der Nähe des Tisches. Es ist dennoch sehr wahrscheinlich, dass er dem Schaffner gehört. Ich werde mir später seine Jacke ansehen, um sicher zu gehen. Kann ich hier noch weiter? Ich habe Ihr Zimmer noch nicht fertig inspiziert, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Okay, meinen die jetzt, spiel das gedanklich nach oder spiel das im Zimmer nach? Das ist die Passagierliste, befrage den Diener, befrage Ratchets Sekretär. Wo ist das jetzt von ihr, Madame Aubert? Mit ihren jeweiligen Abteilnummern haben. Hä, da stand doch gerade noch, ich soll das nachspielen. Hä? Ratchet und die Schlaftabletten. Ach, hier, Moment. Befrage, spiele die Szene nach. Ich muss überprüfen, ob der Kulturbeutel wirklich den Türriegel verdeckt. Ja, kann man das öffnen? Kann man, aber bringt uns nichts. Okay, also müssen wir anscheinend doch den Kulturbeutel noch finden. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier schon alles. Das ist die Tür, oder meine Mal sehen, ob Madame Hubert die Wahrheit über den Riegel der Verbindungstür gesagt hat. Aber ich verstehe das jetzt so, ich soll den Kulturbeutel da dranhängen. Ah, jetzt. Ah, an diesem Acken hat Madame Hubert wahrscheinlich ihren Kulturbeutel aufgehängt. Ja. Ah, an diesem. Und weiter? Ach, Moment, war das eine der Kulturbeutel? Kann das sein? Ah, okay. Gut, aufheben, ja. Okay, okay. Ich weiß ja, was ich machen muss, nur was ich dann dafür drücken muss, ist immer so die Sache. Ich kann den Riegel von ihr aus sehr gut sehen, trotz des Kulturbeutels. Das werde ich mit Madame Hubert klären müssen. Ja. Madame Hubert, Sie sagten mir, dass die Verbindungstür zwischen den beiden Abteilen geschlossen war, richtig? Ja, genau. Wie ich Ihnen bereits sagte, lag ich bereits im Bett und mein Kulturbeutel hing am Haken der Tür. Ich konnte den Riegel von meiner Position aus nicht sehen. Deshalb habe ich Miss Olsen gebeten, nachzusehen, ob er geschlossen ist. Welcher enthält eine Lüge? Ich konnte den Riegel nicht sehen. Sind Sie sicher, dass alles, was Sie mir erzählt haben, der Wahrheit entspricht, Madame Hubert? Ja, natürlich. Ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Madame Hubert, ich habe Ihren Kulturbeutel probealba so an den Türacken gehängt, wie Sie es geschildert hatten.
Von Ihrem Bett aus können Sie den Türrigel leicht sehen. Der Kulturbeutel verdeckt den Rügel ganz und gar nicht. Wollen Sie damit sagen, dass ich lüge? Vielleicht befand er sich in einer anderen Position? Oder ich habe ihn in der Dunkelheit nicht gesehen? Oder ich habe nicht daran gedacht, nachzusehen? Sie Pedant! Details sind wichtig, Madame. Ein Mann ist auf grausamste Weise ermordet worden. Sie werden mir verzeihen, wenn ich versuche, die Wahrheit von der Lüge zu trennen. Vergessen Sie meinen Kulturbeutel und konzentrieren Sie sich darauf, wer mein Abteil betreten hat. Wahrscheinlich direkt nach dem Mord an Mr. Ratchet. Madame Hubbard ist nicht zu unterschätzen, aber ich vermute, dass ich noch nicht mit ihr fertig bin. Das vermute ich auch. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Madame. Gut, das Zimmer haben wir dann schon mal fertig. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Moment, wir haben noch Zimmer 102 und 103 und mit dem Typen hier müssen wir noch mal reden. Monsieur Michel, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn es Ihnen recht ist. Ich werde alles tun, was ich kann, um zu helfen. Erzählen Sie mir zunächst etwas über sich selbst. Nun gut, wie Sie wissen, ist mein Name Pierre Michel. Ich komme aus Calais. Ich arbeite seit über 15 Jahren für dieses Unternehmen. Merci. Der hat so einen französischen Akzent, ne? Kontrolleur, klar. Koch und Diener, genau. Seit 15 Jahren, hat er gesagt, arbeitet er schon hierfür. Aber er sieht mir eher aus wie 57, nicht wie... Nee, weil er ist ja schon grau und alles. Das war einfach. Ja. Können Sie mir bitte eine Liste der Passagiere und Ihre Zimmer zukommen lassen? Bien sûr. Okay, da haben wir dann alle drin. Ich mache mir mal eben für alle Fälle ein Bild davon. Ich weiß nämlich nicht, ob wir das nochmal brauchen werden. Und ich weiß nicht, inwiefern ich mir das jederzeit angucken kann. Deswegen, ja, ist mir das so, ehrlich gesagt, etwas lieber. Hier, Michael. Achso, das ist ein Personal. Okay. Bettenanzahl 1. Bei dem einen sind 2 Betten drin. Das wäre dann, Moment, die Frau war in 204. Ach nee, der Typ hat aber nur einen. Ah ja, ja, klar, hier, Ratchetti ist der, genau. Und ich bin auf der anderen Seite. Ich bin doch gar nicht in 205, oder? Ich bin in 202 jetzt. Wo ist denn hier 202? Da oben. Das bin ich aber nicht. Hä? Okay, ich bin jetzt verwirrt. Na gut, machen wir erstmal weiter. Rauchen Sie? Durchaus. Rauchen Sie E-Zigarette? No, nur Tabak. Ich würde gerne mit Ihrer Hilfe die Ereignisse der letzten Nacht rekonstruieren. Wann zog sich Monsieur Ratchet zum Schlafen zurück? Fast unmittelbar nach dem Abendessen, Monsieur, bevor wir Belgrade verlassen haben. War danach jemand in seinem Abteil? Sein Diener, Monsieur Masterman, und dann sein Sekretär, der junge Amerikaner, Monsieur McQueen. Und das war das letzte Mal, dass Sie ihn gesehen oder von ihm gehört haben? Non, Monsieur. Sie vergessen, dass Monsieur Ratchet gegen 0.40 Uhr nach mir geklingelt hat. Kurz nachdem wir angehalten hatten. Ich klopfte an die Tür, aber er rief mir auf Französisch zu: Ce n'est rien, je me suis trompé. Ich bin dann gegangen, um nach einem anderen Abteil zu sehen, das nach mir geklingelt hatte. Französische Antwort, ob das wichtig ist? Wo waren Sie um 1.15 Uhr? Ich saß auf meinem kleinen Sitz am Ende des Wagens und blickte den Korridor entlang. Sind Sie ganz sicher? Ich habe meinen Platz um kurz nach 1 Uhr verlassen, um mit meinem Kollegen Jean im Barwagen über den Schnee zu sprechen. Ich kam später zurück, weil meine Person verlangt wurde. Ich erinnere mich, mit Ihnen gesprochen zu haben. In der Tat, ich erinnere mich.
Fahren Sie fort. Es war die amerikanische Dame, Madame Hubbard. Sie dachte, sie hätte einen Mann in ihrem Abteil gesehen. Dann gegen 1.50 Uhr machte ich das Bett für Monsieur Ratchets Sekretär, Monsieur McQueen. Er hatte den Abend im Gespräch mit dem Engländer Captain Arbuthnot verbracht. Um 2 Uhr kehrte ich zu meinem Platz zurück und blieb dort bis zum Morgengrauen. Okay. An welcher Station haben wir zuletzt angehalten? Winkowzi. Hätte jemand an Bord kommen können? Boah, das wäre möglich. Ich war sehr beschäftigt. Aufgrund des Wetters haben wir uns ein paar Minuten verspätet. Die Abfahrt erfolgte um 0.10 Uhr. Ich habe einen Knopf von einer Orient-Express-Mitarbeiterjacke gefunden. Haben Sie zufällig einen verloren? Non, Monsieur. Wie Sie sehen können, sind alle meine Knöpfe noch da. Er gehört mir nicht. Okay. Neue Verbindung. Monsieur Michels Aktivitäten. Was können wir denn da? Können wir da schon was machen? Oder brauchen wir da noch weitere Informationen für? Ah, okay. Mitternacht, 0 Uhr. Also kurz nach 1 hat er seinen Platz verlassen, hat er gesagt. Geht zum Barwagen, genau. Hat das Bett gemacht, das war um 1.50 Uhr, hat er gesagt. Das mit dem Rauchen habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht mitbekommen. Aber er hatte gesagt, er ist weggegangen, bis man ihn gebraucht hat. Das war dann die Sache mit der Madame H. 2 Uhr ist er wieder zurückgekommen. Das wird wahrscheinlich das hier sein. Bleibt bis zum Morgen auf seinem Posten, genau. Hat er gesagt, 2 Uhr ist er zurückgekommen und ist dann da geblieben. Kehrt vom Zug zurück. Monsieur Michael, das ist er doch, oder? Ja, ja. Das heißt, das müsste dann ja theoretisch das Erste sein. Kehrt zum Zug zurück, der Zug verlässt. War das wirklich um Mitternacht? Der Zug steckt in der Lawine fest. Der ruft nach Monsieur Michael. Geht mit Faucher dahin. Raucht auf dem Bahnsteig. Raucht auf dem Bahnsteig. Ach so. Moment. Dann heißt das, dass er danach wieder reingegangen ist. Das heißt, er müsste um Mitternacht eine Rauchen gewesen sein, oder? Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Ah, perfekt. Das ist die richtige Antwort. Okay. Der Mörder traf nicht auf Monsieur Michael. Aus dem, was ich weiß, muss ich herleiten, wie der Mörder vermeiden konnte, von Madame Hubbard gesehen zu werden. Er war rauchen. Fährt um 0.10 Uhr ab. Der Zug wird um 0.30 Uhr durch den Schnee gestoppt. Ja, das würde ich jetzt zusammen machen mit dem Rauchen, oder? Deswegen. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Okay. Ist zwischen 1 Uhr und 1.20 Uhr nicht auf seinem Posten. Ja, aber da ist er doch nicht zum Rauchen. Nee, da war er ja zum Essen weg. Ist um 1.15 Uhr stehen geblieben. Moment, da müssten die aber kombiniert werden, ne? Ja, ja. Okay. Hallo? Was ist mit dem Rest? Muss ich nur das nehmen? Muss ich die anderen nicht machen? Ich rekapituliere. Während sich Monsieur Michel zwischen 1 und 2 Uhr morgens mit Monsieur Fouché im Barwagen unterhielt, hätte der Mörder unbemerkt aus dem Zimmer von Ratchet entkommen können. Et voilà. Na gut. Was uns zu weiteren Aussagen bringt, ist Madame Hubbard eine Verdächtige? Das wissen wir noch nicht so genau. Oder ist er ein... Monsieur Michel war ja der Typ, ne? Ist er ein Verdächtiger?
Also er war nicht am Platz, dann ist sie ja eigentlich ein Verdächtiger. Könnte die Abwesenheit von mir ausgenutzt haben. Das Einzige, was ich halt nicht so ganz einschätzen kann, ich habe mir extra aufgeschrieben, als die Szene war, um 1.45 Uhr ist so eine komische Frau mit einem Turban oder irgendwas und einem roten Mantel und einem Drache auf der Rückseite von ihrem Mantel den Gang entlang gestürmt. Ich weiß aber nicht, ob die den jetzt umgebracht hat, weil die jetzt hier von 1.15 Uhr reden. 1.15 Uhr war, glaube ich, auch die... Kann man jetzt hier nicht mehr sehen, ne? War, glaube ich, auch die Uhrzeit auf der Uhr drauf. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, warum wir hier ständig auf die Toilette gehen können. Ich denke ja immer noch, dass hier eventuell noch ein Bad oder so, also so ein Schnurrbart zu finden ist, aber kann ja sein, dass er dann erst später zu finden ist. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Na gut, dann würde ich jetzt aber schon fast sagen, in der Hoffnung, dass jetzt hier nichts getriggert wird gerade, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich sehe nämlich gerade, wir sind schon wieder fast an einer halben Stunde. Und dass wir dann, ich hoffe, ich laufe jetzt in die richtige Richtung, Zimmer 102 und 103, das hatte ich mir aufgeschrieben, die müssen wir ja dann noch, ja, untersuchen wahrscheinlich nicht, aber mit denen müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Dass wir das dann in der nächsten Folge machen werden. Und ich weiß jetzt, dass ich zwischenspeichern kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.